Sein Thema ist, lass die auch mal mitspielen. Wissenschaft und Bürgerbeteiligung. Meine Damen und Herren, Philipp Schrödel, viel Spaß! Einen wunderschönen guten Abend. Wir verlassen nun die Wissenschaft. Wir sprechen über Kinderkram, Mitspielen, Sandburgenbau. Ja, nicht ganz. Ich promoviere da noch dran und ich fürchte, wenn ich das tatsächlich so weit tun würde, werde ich da nie promoviert. Das heißt, wir sprechen jetzt mal über ernsthafte Themen. Zum Beispiel Bürgerbeteiligung. Wenn also die Politik sagt, Mensch, es funktioniert jetzt alles nicht mehr so, die Öffentlichkeit will auch nicht überall mitreden, wir müssen die mit reinholen, wir müssen Bürgerkonferenzen machen, mehr direkte Demokratie, mehr Entscheide. Wie läuft sowas ab? Nun ja, ich glaube, hier in dieser Region ist das Ganze vielleicht ein bisschen bekannt. Schauen wir uns mal an, das prominenteste Beispiel. Da sagen nur die Politikwissenschaftler ganz eindeutig, oh ja, hier Partizipationsbedürfnis der Bevölkerung, ne? Legitimation entsteht nicht mehr durch die korrekten politischen Verfahren, wir brauchen andere Methoden, um mit der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich behaupte einfach, wenn man in der geizigsten Stadt der Welt den teuersten Bahnhof der Welt bauen will, das kann einfach nicht funktionieren. Gut, aber Bürgerbeteiligung, ich habe es jetzt pünktlich angedeutet, ist nur die Hälfte der Wahrheit. Bürgerbeteiligung und Wissenschaft, und ja, wie kann das Ganze zusammengehen? Geht das überhaupt zusammen? Was stellen wir uns überhaupt darunter vor? Was könnte das sein? Und ja, wenn wir zurück in die Geschichte gucken, Bürgerbeteiligung in der Wissenschaft hat früher vielleicht einmal so ausgesehen, man hat die lokale Bevölkerung mehr oder weniger freiwillig dazu gezwungen, das teure Laborequipment bei irgendwelchen Expeditionen deutscher oder auch anderer Nationen, Dschungelforscher zu tragen, die dann fertig durch die Länder am Äquator gezogen sind, alle Tiere getötet haben und wieder mit nach Deutschland gebracht haben, um sich hier in Museen aufzubewahren. Das ist es nun nicht mehr. Was stellen wir uns heute darüber vor? Nun ja, Beteiligung, mitmachen, stimmen wir jetzt also einfach drüber ab, über wissenschaftliche Inhalte. Dann gibt es hier vorher kein richtig, sondern wir schauen, was am Ende rauskommt und das ist dann einfach das, was in Mathematik gelehrt wird. Oder, naja, Bürgerbeteiligung, ach, da kann doch jeder mal selber machen. Wir haben hier so zwei vertrauenserweckende Experten. Jeder darf einfach lustig mit allem, was explodiert und gefährlich ist, herumspielen und damit produzieren wir Wissen. Naja, ich gebe mal zu, so sieht es nicht ganz aus. Die Wahrheit ist ein bisschen langweiliger, man sitzt da so um runde Tische und diskutiert, was denn geforscht werden könnte oder was nicht geforscht werden könnte, wo es vielleicht mögliche Risiken gibt. Oder noch einen Schritt weiter, tatsächlich, die Leute können in die Wiese hinter ihrem Haus gehen, können Blümchen zählen und Käfer zählen und das Ganze dann zum Beispiel in Biologiedatenbanken einspeisen. Citizen Science heißt das Ganze. So, das ist es soweit. Die machen das also, ich forsche aber darüber. Ich mache also selber keine Bürgerbeteiligung, sondern, nur ja, ich schaue mir das theoretisch an. Das ist ein Thema aus den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Die machen nichts, die schreiben nur drüber, lesen und diskutieren und haben halt leider immer so ein bisschen das Problem, wenn ich davon erzähle, naja, am Stammtisch, das hätte ich auch selber gewusst, da musst du ja nicht promovieren dazu. Ist immer ein bisschen das Problem, aber es steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Geisteswissenschaften sind nicht langweilig, es geht nämlich zum Beispiel um Macht und Kontrolle von Wissenschaft und Technik. Und ja, die versuchen Fernseher zu verkaufen, aber ganz klar das Problem, naja, soll man intelligenten oder vielleicht bewaffneten Drohnensystemen forschen? Oder noch ein Beispiel aus dem Alltag, bauen wir jetzt so einen Todesstern oder nicht, oder ist dann vielleicht doch ein bisschen zu teuer? Alles sind Fragen, mit denen man sich da zum Beispiel beschäftigen könnte und hätte man die Bürger fragen sollen, ob sie einen Todesstern wollen. Gut, das ist schon die Frage, hätte man sie fragen sollen, wozu braucht man das Ganze denn überhaupt? Nehmen wir ein korrektes historisches Beispiel und wieder, ich greife gerne auf die Geschichte zurück. Frankensteins Monster, naja, vielleicht möchte die Bevölkerung aus dem Dorf wissen, ob sie und ihre Nachbarn als Ersatzteile für das Monster gebraucht werden oder ob die das vielleicht eher uncool finden. Oder natürlich ganz tatsächlich aktuell, an Gentechnik geforscht werden soll, gentechnisch modifizierten Organismen. Aber auch ein anderer Aspekt, wenn einmal im Jahr das Finanzamt vor der Tür steht, ich weiß, heutzutage machen die es nicht mehr so, aber es fühlt sich im Geldbeutel genauso an, wenn die jährlichen Obolus in die Steuerkasse einzieht, vielleicht möchte man da ja mitreden, was da rein, wo das Ganze investiert werden soll. Oder, nun ja, vielleicht möchte man auch die Öffentlichkeit beteiligen, weil die manchmal ganz gute Ideen haben, ja? Die NASA hat 2 Millionen in einen Space Pen investiert, der auch in der Schwerelosigkeit funktioniert. Die Russen haben Bleistift mitgenommen. Also, haben also auch Leute, die nicht 10 Jahre lang studiert haben, gute Idee. Hat natürlich auch Grenzen. Manchmal ist der Einfallsreichtum der Öffentlichkeit nicht ganz kompatibel mit den wissenschaftlichen und technischen Standards. Da muss man ein bisschen gucken. So, also, alle finden Bürgerbeteiligung jetzt toll. Jeder will überall mitsprechen. Alles bestens. Ja, die Politik, ich habe hier mal ein Beispiel eines wissenschaftsnahen Politikers gewählt. Was wollen die? Die finden Bürgerbeteiligung toll.
Der vielleicht nicht, der ist noch nicht so ganz begeistert, aber wenn wir uns mal hier umgucken, die finden das alles super. Der Herr Steinbrück, den ihr schon vergessen habt, hat da schon vergessen, dass er selber eine Person war und hat nur noch vom Wir gesprochen. Da ist also alles top. Was wollen die Bürger? Ja, wie gesagt, die wollen überall mitsprechen, die demonstrieren dafür und sie fürchten sich tatsächlich davor, dass dieser Frankenstein eben doch entsteht. Zwar nicht im Labor, aber dann vielleicht auf dem Maisfeld hinter ihrem Haus. Vielleicht wäre es dann doch angebracht, da auch mal drüber zu sprechen. Ja, ganz so funktioniert gentechnisch veränderter Mais auch nicht. Was sind tatsächlich die Risiken und Gefahren dabei oder auch die Möglichkeiten? Ja, und was sagt die Wissenschaft so dazu? Nun ja, das sind eben die, wie gesagt, die Geisteswissenschaften, die sagen, die Naturwissenschaften können euch vielleicht sagen, wie man Tyrannosaurus klonen kann. Aber wir könnten euch sagen, warum das vielleicht eine dumme Idee wäre. Nun ja, ganz ehrlich, aber eigentlich machen sie das. Sie schreiben viele, viele Bücher mit vielen, vielen komplizierten Wörtern, die das Ganze beschreiben. Transdisziplinarität, Modus 2 und so weiter und so weiter. Das funktioniert, füllt ganze Bibliotheken. Und eigentlich ist es ja wieder sowas, oh ja, das hätte ich euch ja schon nächstes Mal sagen können. Aber ganz so ist es nicht. Allerdings muss ich sagen, persönlich habe ich das Ganze selber so erlebt. Die letzte Frage. Nun ja, hier fehlt jemand. Ne? Die Politik, die Bürger, die Wissenschaft, alle sind sich einig. Aber die, die eigentlich jemanden mitspielen lassen sollen bei ihrer Forschung, nämlich die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die hat wieder keiner gefragt, was mich an meine eigene Geschichte erinnert. Mir wollte auch nie jemand mitspielen, mich hat auch nie jemand gefragt. Denn ich muss sagen, eigentlich, jetzt kommt die Erklärung, warum jemand mit mir spielen wollte, ich bin Physiker, eigentlich. Ich hatte mal so richtig geile naturwissenschaftliche Forschung, ich hatte so einen Teilchenbeschleuniger, da habe ich Zellen bestrahlt, Krebsforschung gemacht, wenn ich das im Verwandtenkreis erzählt habe, waren alle begeistert, oh ja, der Hub, der forscht was mit Krebs, das ist wichtig. Dann habe ich gedacht, naja, das ist doch nicht so, als ich war, ich studiere nochmal Politik, bin dafür in die USA gegangen und habe gedacht, ja, das ist eigentlich doch viel spannender, wie Politik mit Wissenschaft und Technik umgeht. Habe mich da die bekannteste Professorin in diesem Fachgebiet gewandt und habe ihr erzählt, ja, ich möchte da gerne mehr drin arbeiten, ich finde es total wichtig, meine Perspektive als Physiker einzubringen. Und dann hat sie gesagt, naja, also hätten Sie erst noch 5 Jahre Soziologie studieren müssen, was wollen Sie überhaupt in meinem Kurs, ich kann mit Physiker nichts anfangen, ich brauche ja ausgebildete Soziologen und Philosophen. Habe ich mir gedacht, oh. Aber ich habe dazu gelernt, ich habe ein Geisteswissenschaftsthema, das ist total schwierig zu präsentieren, aber trotzdem habe ich es jetzt geschafft, in den letzten 3 Folien die wichtigsten Punkte für den erfolgreichen Science Lab unterzujubeln. Und zwar ein Todeslaser oder ein Teilchenbeschleuniger, exotische Orte und Reisen und persönliches Drama. Und ich hoffe doch wirklich sehr, dass ihr bei der Abstimmung zu schätzen wisst. Ich forsche also weiter. Ich denke mir, gut, wenn keiner die Naturwissenschaftler fragt, dann tue ich das. Ich mache die also zu meinen Versuchskaninchen. Und da man in den USA nicht Versuchskaninchen sagt, sondern Lab Guinea Pigs und ich Meerschweinchen persönlich irgendwie echt viel putziger finde, forsche ich eben an meinen Wissenschaftler-Meerschweinchen. Und damit, also jetzt, ich habe auch noch niedliche Tiere in meinem Vortrag. Jetzt wird mir wirklich nichts mehr einfallen, um euer Herz zu erobern. Wobei, Moment, eine Kleinigkeit hätte ich noch. Aber jetzt spätestens. Ich habe gesagt, meine Versuchskaninchen, meine Guinea-Pigs, mache ich mit denen Tierversuche? Nein, ich spreche einfach mit denen, ich befrage sie einfach, was sie denn so davon halten, was sie denn davon meinen und wie ihre Meinung dazu ist. Und ich komme da auch mit der ganz normalen Befragung auf, ich muss nicht mehr Waterboarding einsetzen, die Antworten freiwillig. So, jetzt könnt ihr euch wieder sagen, naja, eigentlich ist es doch wirklich klar, was Wissenschaftler von Bürgerbeteiligung in ihrem Fachgebiet halten. Wenn das in der deutschen Qualitätspresse steht, sitzen die Leute danach so auf dem Sofa. Wenn das das deutsche Qualitätsfernsehen ist und das in Karlsruhe die Wissenschafts- oder Wissenssektion in Zeitschriftenregal, ihr kennt das jetzt? Ja, was will man dazu noch mehr sagen? Man kann es nicht treffender ausdrücken. Aber es ist ja Wissenschaft, es geht um eine systematische Erforschung. Ich möchte das Ganze wirklich mal aufbereiten. Ich erforsche nun ganz konkret an diesem Projekt, bei dem ich auch mitgearbeitet habe, da das Forschungsministerium Bürger mitreden lassen, was sie denn für Forschung halten, was sie da für Sorgen und für Ängste und für Wünsche haben und befragt die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was sie denn ja eben da so dabei gefühlt haben, was sie dabei denken. Eine ganz konkrete Frage, die Freiheit der Wissenschaft. Und da wird es ihnen am Ende gelingen, in das weite Meer der Forschungslandschaft hinauszuspringen. Ist es ein grundgesetzlich garantiertes Recht, Kunstlehre und Wissenschaft sind frei,
Andererseits, naja, so frei ist die Lehre dann doch nicht mehr. Es gibt mittlerweile Aldi Süd gesponserte Hörsäle. Mein Highlight an der Uni Erlangen, wo ich hier Physik studiere, da gibt es den Easy Credit Hörsaal. Das zeigt mir doch schon am Master vielleicht nicht die coolste Namensgebung. Es gibt nur Leute, die demonstrieren für die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre. Es demonstrieren aber Leute auch für eine Einschränkung der Forschung und Lehre und sagen, naja, keine Tierversuche. Leute, die eben mehr machen als nur reden, wie ich bei Meerschweinchen. Das sind wichtige Fragen. Was denken da die Wissenschaftler dann selber dazu? Der zweite Punkt. Was wollen und denken die Wissenschaftler? Gar nichts? Sind die eigentlich voll dagegen, dass jetzt durch Beteiligung alles und überall verboten werden sollte und alles komplett eingeschränkt werden sollte? Oder sind die total bereit, machen bei Kinderunis mit und bei ähnlichen Programmen? Es gibt unterschiedliche Typen, die möchte ich kategorisieren. Und letzte Frage, was nehmen so Wissenschaftler mit aus so einem Dialog? Ein gutes Gefühl oder doch eine Major-Publikation? Oder eben doch einfach nur dieses Gefühl oder dieses Gefühl? Was könnt ihr nun mitnehmen? Eine letzte Folie. Bevor ich die Moderation hier noch abwehren muss. Ganz konkret, meine Aussage, nehmt mit, es ist wichtig und sinnvoll, Bürger zur Wissenschaft und Technik mitreden zu lassen, wenn es richtig gemacht ist. Auch mit Naturwissenschaftlern kann und soll man reden. Vermuten reicht nicht, erforschen ist notwendig. Und zu guter Letzt, vielen Dank an meine Meerschweinchenzeichnung, vielen Dank an euch und zwei Studienfächer sind besser als eines. Danke. Applaus